Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ich bin Azanto, das hier ist die neue Welt und mit euch zusammen vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder reinschaut. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Möchte ich heute auch wieder ein bisschen was anders machen. Ich habe da zwei, drei Dinge dazu überlegt. Lasst euch mal überraschen. Zuerst möchte ich aber noch Folgendes loswerden. Ich möchte mich bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken für die letzten Folgen von Anno 1800, für die letzten Abos, für die letzten Views, für die letzten Likes, die Kommentare. Es war mega, mega viel. Es wird immer ein kleines bisschen mehr. Und deshalb möchte ich mich bei euch allen, bei jedem Einzelnen ganz, ganz herzlich bedanken. Wie gesagt, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt und wenn ihr es zumindest auch noch nicht getan habt, ich würde mich riesig, riesig freuen. Jegliche Art von Unterstützung ist völlig egal, ob das ein Abo ist, ein Kommentar oder ein Like. Lasst alles sehr, sehr gerne da und es wird mir bei meinem Projekt Anno 1800 wirklich weiterhelfen. Dann vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuhören und jetzt geht's in die Folge. So, jetzt habe ich mal zwei, drei Sachen ausgedacht. Und zwar, ich bin ja hier die ganze Zeit am Basteln und das haben wir letzte Folge gemacht, schaut mal, ne? Und das funktioniert ja, wie gesagt, das funktioniert richtig toll. Über 40 Tonnen Ausstoß pro Minute wird hier produziert bei der Kautschukplantage. Also es funktioniert echt, echt fantastisch und schon diese kleinen Tests machen mich da schon ein bisschen stolz, dass das mein Vorhaben so ein bisschen funktioniert hat. Aber ich habe im Prinzip schon hier auf mehreren Inseln aufgeteilt verschiedene Ressourcen, verschiedene Sachen, die die verschiedenen Bevölkerungsstufen haben möchten. Es geht los mit Kautschuk, es geht los mit Rum, es geht los mit diesem Baumwollstoff und so weiter und so fort. Und das mündet dann irgendwo im Kaffee, in den Zigarren und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir überlegt, wieso nicht jetzt von allen Inseln außenrum ein bisschen was zusammenfügen und ein Zentrallager in der neuen Welt machen. Das habe ich jetzt mal vorbereitet, zumindest mal ein bisschen, und würde das mit euch auf jeden Fall heute gerne fertigstellen. Ich bin gespannt, was er da dazu sagt. Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich denke, dass das auf jeden Fall hier in der neuen Welt zu mehr Übersicht führen wird. Und zwar, Achtung, wir fahren mal ganz langsam drauf. So, das ist jetzt hier mein neues komplettes Lager. Und zwar nenne ich das natürlich jetzt auch Zentrallager. NW heißt Zentrallager Neue Welt. Hier würde ich im Prinzip noch zwei, drei Schiffe bauen und die schaffen dann alle Materialien, die wir sowieso auf den Inseln überproduzieren, schaffen die hier an. Ich habe hier noch ein paar Anlegestellen dazu gebaut und natürlich ein Kontor. Und auf diesem Zentrallager fahren demnächst alle Schiffe an, die von der alten Welt und von Crown Falls kommen und Waren benötigen. Das heißt, die fahren nicht mehr die Inseln an, speziell, sondern die fahren auf jeden Fall das Zentrallager an. So denke ich, behalte ich ein bisschen besser die Überblick von Waren, die da sind, von Waren, die nicht da sind. Das sind ja kurze Wege, ne, den Inseln hier außenrum, und ich denke mal, das wird auf jeden Fall, ich sag mal, meiner Meinung nach zum Erfolg führen. Jetzt bin ich natürlich mal auf die falsche Tasse gekommen. Dazu sollte ich auf jeden Fall mal noch zwei, drei Sachen hier ausräumen. Mir zum Beispiel die Anlegestellen, die vermissen auch noch ein bisschen Material. Und deshalb habe ich mir überlegt, auf jeden Fall jede Menge Ziegel raus, jede Menge Holz raus. Das passt alles. Und dann habe ich mir ihr schaut, die ganzen Lagerhäuser. Wisst ihr, warum ich die ganzen Lagerhäuser gebaut habe? Ich kann es euch genau sagen. In der Stufe 1, hatte ich ja schon mal angesprochen, in der Stufe 1 kosten die nur 9 Produktionsunterhalt, ne? Wartungskosten im Prinzip. Ist kein Thema. Bis jetzt. Wenn wir aber, fahren wir raus, kleine Amazone, wenn wir aber diese Gebäude upgraden auf Stufe 1, schaut mal, dann bekommen wir automatisch 10 Lagerkapazität dazu. Wisst ihr, was das heißt? Ja, genau. Das ist im Prinzip, pro Gebäude bekommen wir nochmal 10 Lagereinheiten dazu oder 10 Tonnen zusätzliches Lagermaterial. Oder zusätzlicher Lagerinhalt. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Die Lagerkapazität beträgt zurzeit auf der Insel 1360 Tonnen. Mein Ziel, mein persönliches Ziel, mit euch zusammen 3000 Tonnen. Mindestens. Und deshalb habe ich dir noch jede Menge Holz hier anfahren lassen. Jede Menge Ziegel. Ich möchte als erstes hier die Anlegestellen mit euch fertig machen, dann möchte ich mit euch die Depots hier fertig machen. So, jetzt ist das hier alles erstmal schick und dazu, schaut mal, ich habe hier noch jede Menge Lagerhäuser dazu gebaut. Das Schöne ist, auf dieser Insel, die ist eigentlich unbewohnt,
Also jetzt leben vielleicht ein paar Leute in Kondor oder machen ein paar, ja, ich habe keine Ahnung, ein paar Hausmeister, die Insel unsicher. Es gibt auf dieser Insel nur ein Lehmvorkommen, das befindet sich hier oben. Und es befindet sich auf der Insel drei Goldvorkommen. Die Goldvorkommen zapfen wir noch an. Das ist ganz klar. Ne? Mine bauen, da hätten wir, das kostet 100 Obrero Arbeitskraft. Können wir vielleicht, nee, können wir nicht machen, mit einem Besucherhafen. Nee, Moment, das war der falsche. Wir bräuchten den Pendlerkai. Hafenmeistereien, Reparaturkran. Okay, dann funktioniert das hier wahrscheinlich nicht. Dann könnten wir im Prinzip nur eins machen. Ja, okay, dann geht das nicht. Der Besucherhafen hier, der fällt sowieso aus dem Raster raus. Das bringt nichts. Ich hätte gerne den Pendlerkai gehabt, aber ich glaube, den kann man in der neuen Welt auch nicht herstellen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ich wieder irgendwas vergessen habe, irgendwas in meiner Denkweise übersehen habe. Aber so wie es aussieht, gibt es hier in der neuen Welt keinen. Nein, es gibt keinen Pendlerkai. Deshalb müssen wir mit den Arbeitskräften hier auf der Insel auskommen. Also können wir im Prinzip zwei der Goldvorkommen anzapfen. Na, die Obrero Arbeitskraft 100 und die eine Goldvorkommen, eine Goldmine kostet ja 100 Arbeitskraft. Das heißt, zwei Stück können wir machen und die ist umsonst. Die sind umsonst uns zur Verfügung gestellt und die Arbeitskraft können wir auf jeden Fall noch anklicken. So, dann habe ich hier oben jede Menge Depots gebaut, also wirklich jede Menge. Und zwar habe ich das versucht so zu bauen, dass so viel wie möglich an diesem Küstenabschnitt angebaut werden, inklusive hier. Natürlich muss man das Kondor, ja, das Kondor, das, meiner Meinung nach ist das hier ein bisschen, ich sag mal nicht optimal angelegt. Man könnte auch das Kondor hierher bauen. Ne? Also, wenn man jetzt das Kondor hierher anlegt, dann denke ich mal, dass das hier auf jeden Fall mehr Punkte bringt. Ja, so, aber ich sag mal, wenn man noch von den Depots ein bisschen mehr haben möchte, könnte man hier auf der Seite noch jede Menge anbauen. Und deshalb würde ich den Strand auf jeden Fall erstmal freilassen und hier das Konto, dann ist es halt so, ich glaube, die Schiffe, die hier reinfahren, die laden kurz ab, drehen und fahren wieder weg, weil, schaut mal, alleine hier die Anlegestellen sollte eigentlich ausreichen. So, hier dürfen wir wieder wegfahren. So, ne, und ihr seht's, also. Wir haben noch 20 Tonnen Bretter und 250 Tonnen Ziegelsteine. Damit, da holt man hier niemand mehr vom Ofen vor. Einen Schleppermatrosen, der in Crown Falls von Bord gegangen ist. Nur selten. Okay. Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall hier mal Kautschuk. Da fahren wir mal jede Menge runter. Und zwar fahren wir mal nach Rum für die Welt, fahren wir mal auf jeden Fall sehr, sehr viel Kautschuk. Ich glaube, hier auf dieser Insel sind auf jeden Fall auch noch Holzfäller drauf. Zumindest mal einer. Hier oben, was ist in Havanna? Da haben wir zwei Holzfäller drauf. Können wir doch mal da hochfahren und zapfen da mal ein bisschen Holz ab. Ich habe mir dann überlegt, ja, normalerweise hätten wir es hier auch machen können. Aber der Nachteil hier an der Insel, ich meine, hier gibt es auch nur ein Lehmvorkommen drauf. Der Nachteil an dieser Insel ist, es gibt nur einen Strand. Der ist zwar riesengroß, aber mir persönlich gefällt das gar nicht. Der hier hätte zur Not noch zwei Strände, aber das ist irgendwie auch zu klein. Außerdem ist ja schon unsere Ölpipeline drauf, das sogenannte Ölparadies. Habe ich auch ausgeschlagen. Hier unten bei Bände zum Beispiel, wenn wir die Insel einnehmen, die könnten wir auf jeden Fall noch dafür nutzen. Die hat sehr viele Strände. Schaut mal, der hier ist fast ungenutzt. Der hier oben wäre auch nicht schlecht, aber das Problem war halt dran, es liegt nicht zentral. Und das gefällt mir persönlich hier überhaupt nicht. Das Einzige, was mir hier noch eingefallen wäre, ist, dass wir Coffee Wade komplett umbauen und das wirklich als Lagerinsel richtig, wie soll ich das sagen, richtig umfunktionieren. Hier gibt es auch schon 1400 Tonnen drauf. Ist meiner Meinung nach auch nicht viel, aber das könnten wir auf jeden Fall, hätten wir benutzen können, weil schaut mal, es ist ein Strand hier oben. Hier unten ist ein Strand, hier ist noch einer. Und hier oben wäre dann auch einer. Das sind im Prinzip vier Strände, wo man jede Menge Depots hätte anbauen können. Aber meiner Meinung nach, es liegt halt nicht so zentral. Ja, es ist Auslegungssache. Ne? Also zurzeit brauchen wir es noch. Vielleicht können wir es dann irgendwann später im Spielverlauf mal umbauen. Es gibt ja noch, wir haben ja noch so viele Folgen Zeit. Also alles gut. Da lassen wir mal das hier als Zentrallager. Neue Welt. Und jetzt würde ich mal sagen, wir packen auf jeden Fall noch alles, was geht hier an Holz. Ja, das Kautschuk fliegt erstmal raus, weil, schaut mal, für Kaugummiherstellung braucht man Kautschuk, Zucker und Zimt. Ne? Und Zimt haben wir ja in der letzten Folge schon angekarrt. Und jetzt würde ich mal sagen, hier nehmen wir noch ein bisschen Holz mit, ein paar Ziegel. Dann fährst du bitte wieder Zentrallager an. So, und dann schauen wir mal. Fünf sind auf der Insel, fünf Holzfäller und ein Sägewerk. Ne? Alles gut.
110 Tonnen ist eigentlich auch nochmal viel, ne? Das Sahnehäubchen für unsere Freundin. Nee, sorry, Bente. Warum so gemein? Ich bin da nicht gemein zu dir. So, hier hätten wir noch 1-1. Dann machen wir es so. Hier sind auch noch ein paar Ziegelsteine drauf. Okay, 100 Tonnen Ziegelsteine und nochmal 200 Tonnen Holz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil ich möchte jetzt mit euch noch Folgendes machen. Ich möchte jetzt alle Gebäude upgraden. Alle auf Stufe 1 bringen. Alle. Weil für die Stufe 2, schaut mal, braucht man Holz und man braucht Stahl. Und jede Menge Ziegelsteine. Das heißt, die Ziegelsteine, die es hier gibt, werden nicht mehr ausreichen. Und wir sollten dafür mindestens entweder die neue oder die alte Welt, entweder die alte Welt oder nach Crown Falls. Ich guck gerade mal. In der alten Welt, ob es dann irgendwo noch richtig viele Ziegelsteine gibt. Schaut mal, hier Zandostadt hat jede Menge und auch Holz. Ich sag mal, das könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Kreta hätte auch schon viel. Ja, das könnten wir eventuell dann auch abknapsen. Also, machen wir Folgendes. Hierhin gibt es noch eine Quest. Der Archie hat noch eine. Was willst du denn? Die Hosenträger und ab geht die Post. Was soll man holen? Holen Sie von Blix Clipper Gold. Ja, okay. Und was machen? Ja, egal. Nicht fragen, hier ist ein Frachtschiff. Schaut mal, hier steht gleich eins. Dann fahren wir gleich mal beim Archie an. So, gibt es hier noch irgendwo Quests? Schaut mal, der N hat auch noch eine Quest. Eine Lieferaufgabe. 13 Tonnen Taschenuhren. Haben wir denn irgendwo noch Taschenuhren rumliegen? Schauen wir gleich mal. Ne, das sind Brillen. Taschenuhren gibt es hier definitiv mal nicht. Hier haben wir auch keine. Ich glaube, in Crown Falls soll das, glaube ich, welche geben. Gucken wir gleich mal. Oh, hier unten habe ich schon wieder gesehen. 505. Ja, hier. Taschenuhren, ne? Also von dem her alles gut. Nehmen wir gleich mal einen Fuffi raus, würde ich sagen. Nehmen wir gleich mal einen Fuffi an Taschenuhren raus und fahren das gleich mal runter zu Anne. Hier waren die, ne? Ja. So, dann musst du bitte gleich mal wieder in die Eidefeld fahren und zwar runter nach Super. Also die Händler sind auf jeden Fall drauf, aber selbst wenn wir einen Friedensvertrag geschlossen haben, ist Na gut, dann fahren wir auf jeden Fall mal runter zum Archie. Der ist ziemlich in der Nähe. So, was will denn der Archie jetzt? Die Ladung haben wir aufgenommen. Liefern Sie an Madame Kainas Leuchtturm. Wow. Okay. Suchst du etwas Bestimmtes? Ja, da suche ich nochmal fünf Tierchen. Am besten, wenn es geht, hier den Status selten. Das wäre richtig gut. Das sind alles nur grüne gewesen. Hier gibt es noch einmal. Ne, das sind Pflanzen, das ist der Bär. Hier gibt es nochmal, sehr schön. Gibt nämlich nochmal 150 Punkte Attraktivitätsbonus. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Nein. Dankeschön, Madame Kaina. Willkommen im Emporium Exotik. Hier ist auf jeden Fall Stau, sehe ich schon. Also hier ist richtig Stau. Die entladen wieder. Also hier sollte man auf jeden Fall nochmal ein oder zwei Anlegestellen sollte man hier auf jeden Fall nochmal einbringen, oder? Bauen wir zumindest mal noch eine. Da fehlen uns ein paar Fenster. Ja gut, das wäre kein Problem. Aber da könnte man auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass die hier schneller abladen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier draußen noch was bauen können. Hier könnten wir, hier kriegen wir noch eins hin. Schön. Haben wir nur noch ein paar Fenster. Aber wichtiger wäre jetzt die neue Welt. Und zwar, wir bräuchten noch Stahlträger. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ein Priester, der in Kreta von Bord gegangen ist. Na dann, herzlich willkommen. Neue Welt und zwar ans Zentrallager. Schön, sehr schön, dass das wunderbar läuft. Dann machen wir noch Folgendes. Wir bräuchten hier ganz klar noch ein paar Fenster, aber das eins nach dem anderen. Das sind unsere vier Kriegsschiffe, die hier stehen. Ne? Ja.
Der hat was geladen. Unser Flaggschiff. Ja, gut. Wow, schaut mal, wie viele Slots sind beim Schlachtkreuzer. Dann machen wir jetzt Folgendes. Also, nehmen wir mal unser Flaggschiff und fahren zumindest mal hoch nach Xandor-Stadt und nehmen da auf jeden Fall mal ein paar Fenster mit. Ich würde mal sagen, so, keine Ahnung, vielleicht mal so 100 Tonnen. Das fahren wir runter nach Kreta und dann können wir auf jeden Fall hier mal was fertigstellen. Ne? Also die zwei Anlegestellen, das sollten auf jeden Fall laufen. 40 Tonnen Stahl und 50 Tonnen Ziegelsteine, wie jetzt da wie... Holz haben wir, Kohle haben wir. Es fehlen hier tatsächlich nur die Fenster. Ihr seht's. Bereit für den Einsatz. Ja, machen wir gleich. Geht gleich los. Alles gut. Eins nach dem anderen. Flaggschiff steht zu Diensten. Flaggschiff kommt. Sehr schön. So, dann nehmen wir das Flaggschiff mal. Laden das auf jeden Fall mit Fenstern. Und ab damit nach Kreta. Ja, die Winde stehen sehr gut. Ne? Für das Flaggschiff stehen auf jeden Fall die Winde sehr, sehr gut. Aber jetzt haben wir ein Problem. Koordinaten eingezeichnet. Jetzt muss unser Flaggschiff komplett gegenfahren. Ne? Ihr seht's. Ja, das dauert ein ganzes Stück. Wie das da unten ist. Na gut, das macht nichts. So, dann gucken wir nochmal in die neue Welt. Also, es sind noch 136 Tonnen Holz da. Werden wir auf jeden Fall, das Holz werden wir auf jeden Fall trotzdem nehmen. Dann die Ziegelsteine noch reinpacken. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt. Wow, eine Wow, schaut euch mal das Teil an. Okay, was sollen wir damit machen? Okay. Wir zählen auf dich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also, da drüben fährt was Schönes hier durch die Gegend. Da müssen wir auf jeden Fall... Und gibt's hier? Jawohl, schaut mal, okay. Das weiß ich. Trotzdem nehmen wir hier die kleine Monitor. Mit der Monitor fahren wir hier hoch. Das wird jetzt eine spannende Quest. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. So, drehen wir mal den Speed ein bisschen hoch. Okay, die fahren jetzt zugleich. Sollte passen und ach, haben wir ein Glück. Okay, perfekt. Ran zum Zielort und dann wahrscheinlich runter zu Madame Kaina, oder? Die große Hoffnung unserer Nein? Ja, ja. Okay. Gut, dann ist es nochmal so. Dann werden wir hier noch ein bisschen, ja. Dann laden wir hier noch ein bisschen Holz ein, fahren das auch runter ins Zentrallager. So, hier laden wir alles wieder aus. Und dann würde ich, wie gesagt, dann würde ich gerne sagen, machen wir hier alles auf Stufe 1 und dann bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt, wie viel man hier dann insgesamt erstmal Lager zusammenbekommt. Schaut mal, kann man alles upgraden. Zack. Es fehlt wieder Holz. Es fehlt. Ja gut, ist kein Problem. Ne, fehlt halt nur Holz. Und dann würde ich sagen, ihr zwei, alte Welt, Xandor-Stadt und ab geht's. Ist übrigens das nächste große Projekt, wenn ich es euch sagen darf. Xandor-Stadt machen wir dann auch nach Kreta auf jeden Fall zu einem schönen Touristenmagnet. Neue Befehle. So, das sind die zwei anderen Schiffe. Du könntest nochmal voller Ziegel machen und du bewegst dich bitte auch zusammen mit denen in die alte Welt nach Xandor-Stadt. Wir bräuchten auf jeden Fall mal noch ein Schiff. Ja, die Rindfleisch-Rumrute, die bringt erstmal nichts. Die löschen wir mal und dann fährst du ins Kap Trelawney und zwar nach Stahlwerk. Du nimmst mal jede Menge Stahl mit, weil schaut mal, ich habe vor uns schon im Augenschein was gesehen. Achtung, sieht zumindest mal richtig wieder gut aus. Schaut mal, 600 Tonnen Stahl. Wir haben 600 Tonnen Stahl mal wieder am Start. Und hier, das machen wir auf jeden Fall auch gerade mal voll. Und dann gehen wir wieder runter, neue Welt und zwar Zentrallager. Die Great Eastern, die Tropenkönigin 2. Ein richtiges krasses Schiff. Schaut mal, 3 Slots und 8 Slots zum Mitnehmen. Wahnsinn. Wahnsinn, richtig, richtig cool. So, die entladen auf jeden Fall. Hier sieht es auch sehr gut aus. Also ich sag mal, langsam läuft es. Ich sag mal, wir sollten uns schon langsam mal Richtung wieder ein paar mehr Einwohner bemühen. Das wäre dann hier das nächste, was hier ansteht. Hier keineswegs auf der Insel, sondern später dann eher auf Kreta bzw. auf Crown Falls würde ich auf jeden Fall mit euch ein bisschen weiter basteln. Ich habe mir dann 2, 3 Dinge habe ich mir überlegt. Erstens, dieses Rathaus setze ich hier dann in das obere Segment. Und zwar so,
dass wir, schaut mal, hier oben alle fünf Segmente, die nach Süden führen, mitnehmen können. Ne? Das wären dann im Prinzip die fünf Segmente und die hier. Und zusätzlich zu denen möchte ich hier unten auch noch zwei komplette, im Prinzip einen kompletten Häuserblock mit Investoren aufbauen. Ich sag mal, das Kraftwerk gibt es auf jeden Fall her. Das hat eine ziemlich hohe Reichweite nach unten. Und ich denke mal, dass das so auf jeden Fall hinkommen wird. Vielleicht könnten wir zusätzlich noch ein Kraftwerk anschließen, aber das schauen wir erstmal. Ja. Ein Schritt näher zur Freiheit. Eine stählerne Doppelhülle. Gefechtskunde 50 Punkte. Also das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal angehen. Ja, Expedition. Die zoologische Expedition wartet immer noch. Ja, die wartet immer noch bei uns auf die Ausführung. Aber dazu später mehr. Da mache ich auf jeden Fall wieder eine extra Folge mit euch. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und zusätzlich zu den Expeditionen machen wir in dieser Folge nicht nur Expeditionen, sondern wir machen auch in dieser Folge wieder Schatzu. Ich habe noch, möchte gerne noch ein paar Tiere heben aus dem Wasser mit unserem kleinen, Schatzsucherschiff. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall noch ein paar Karten holen vom alten Nate. Und dann bin ich gespannt, ob das so, ob man da noch ein paar schöne Tierchen rausbringt oder nicht. Also ich würde sagen, ja. Ich bin gespannt, welche das sind. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, Zentrallager ist noch was angefahren. 200 Tonnen Holz hätten wir mal wieder. Und du könntest... Schön, du kannst auch noch was abladen. Dann hätten wir mal wieder 400 Tonnen Holz. Und ein bisschen... Und ein paar Ziegel. Wir können tagsüber einladen. Alles abladen, bitte. Und Abfahrt. So, schauen wir mal. Wie viel können wir denn noch upgraden? 20 Tonnen. Ach je. Und das war's schon. Es fehlt an Ziegeln. Okay. Schaut mal, 1730 Tonnen. Das ist schon richtig viel. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass wir die restlichen Häuser noch auf Stufe 1 upgraden, hätten wir dann schätzungsweise summa summarum ungefähr 1900 Tonnen. Und wenn wir die dann alle das schaffen auf Stufe, das ist ja die Stufe 1, das ist die Stufe 2 und dann noch eine Stufe hoch, da bekommen wir nochmal 10 Tonnen Lagerkapazität dazu. Schätze ich mal, dass wir auf ca. So grob 2-3, schätze ich mal, 2300 Tonnen auf jeden Fall kommen. Hier unten würde ich dann zentral hier unten noch eine Anlegestelle bauen, im Prinzip noch eines so, hier so draußen. Und den Rest würde ich auf jeden Fall hier auch schon dann noch gerne mit Depots voll machen, weil sie so... So 3000 Tonnen oder so hätte ich dann hier trotzdem sehr, sehr gerne. Mal schaut mal, das passt dann alles hier wunderbar hin. Ne? Gut, auf den einen Platz. Schaut mal, auf den einen Platz hier, das ist ja jetzt erstmal egal. Ne? So, das würde ich dann auf jeden Fall hier so gerne kopieren. Passt, oder? Anlegestelle, ne? Ein Feld. Reicht das? Ja, das reicht sehr gut. Okay, hier bekommen wir nichts mehr hin. Hier bekommen wir noch ein Depot hin. Aber, schaut mal. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kommen wir hier noch eine Anlegestelle hin. Probieren wir nochmal. Ach, ich hatte gedacht, schade. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass wir hier vielleicht noch mit viel Glück... Hier bekommen wir noch eine hin. Nee. Gerade so um einen Platz reicht es nicht, ne? Ja gut, wenn alle Stricke reißen, dann reißen wir halt hier ein Depot weg. Das ist halt so. Nehmen wir das hier, ne? Und dann machen wir das weg und dann ist alles gut. Die könnten wir auf jeden Fall auch noch ausbauen. Das wäre kein Problem. Wahnsinn, ne? Das wird auf jeden Fall unser neues Zentrallager. Das schließen wir dann, ich sag mal dann, nächste, übernächste Folge auf jeden Fall bei uns in die ganzen Routen mit an. Sämtliche Schiffe, die hier in der neuen Welt hier hin und her fahren, werden auf jeden Fall dann ihre Güter, alles was wir hier auf den Inseln produzieren, ans Zentrallager fahren und am Zentrallager werden alle Schiffe anlegen, die nach Crown Falls fahren, beziehungsweise in die alte Welt. Ich bin mal gespannt, ob ich da jetzt besser den Überblick behalte, weil sonst muss ich immer auf jede Insel draufklicken und hier kann ich einmal draufklicken, guck nach die Waren, guck nach was fehlt, was noch da ist, was im Überfluss da ist und so weiter und so fort. Und ich denke mal schon, vielleicht
Es ist schon so ein bisschen besser, die Handhabe. So, das ist hier unser Frachtschiff. Hat auf jeden Fall Stahl da. So. Ich würde gerne dann noch hier... kostet immer 20, ne? Und viel. Haben wir auch nur 5. 5 Gebäude können wir auch da nur upgraden. Unglaublich. Na, dann machen wir es so. Bauen wir wieder ins Kap rauf. Fahren wir wieder ins Kap rauf. Fertig. Fahren wir gar nicht rum. Ja, ein paar Ziegelsteine hätten wir hier. So, dann fährst du ins Zentrallager. Und du fährst auf jeden Fall auch wieder hoch ins Kap. So, hier sind alle Schiffe unterwegs, finde ich richtig gut. Nur der Clipper steht hier. Okay. Dr. Schon hat wieder einen Anteil von der Insel, von seiner Insel gekauft. Alles bereit. So. Ja, dann lassen wir es halt mal so. Dann reiten wir uns beim Doktor halt immer weiter rein, aber im Prinzip, mir persönlich ist es jetzt wirklich wichtiger, dass wir da unten das Zentrallager bauen. Muss man sich Gedanken über Zahnfäule machen. Mir folgen nur denkende Menschen. Jedes rhetorische Geschick, das mir innewohnen könnte, wäre überflüssig. So, du entlädst. Du nimmst jetzt hier auf jeden Fall den Stahl und fährst auf jeden Fall bitte wieder runter Zentrallager. Sehr geil. Okay. Hier ist voll. Ist auch voll. Kein Problem. Alles gut. Hier, die Schiffe kommen nacheinander, schön langsam. Passt. Schauen wir hier, Zentrallager, das sollte auch wieder ein Schiff da sein. Die Menschen lassen sie hochleben. Sehr schön. Na, also zum Ausbauen braucht man hier unheimlich viele Ressourcen. Das ist echt so. So. Jetzt schauen wir mal kurz, wie hier die Auslastung bzw. wie viel hier die Lagerkapazität ist. Schaut mal, 1920 Tonnen. Das heißt, wenn wir hier noch die Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn wir die 12 Gebäude noch auf Stufe 2 upgraden, kommen wir hier schon auf 2000 Tonnen. Und dann könnt ihr hier davon ausgehen, wie viele Lagerhäuser haben wir hier auf der Insel. Lagerhäuser Stufe 1 wären 13 und wie haben wir das jetzt, die Stufe 2? Wie viele Lagerhäuser wären das? Es steht wahrscheinlich dort nirgends, ne? Ah, das ist aber schade. Auf jeden Fall deutlich mehr, das wären schon 9, 12, 25, 30, 40, 50, ich schätze so 60 Lagerhäuser. Also immer mit einer kompletten Stufe Upgrade sind das immer 600 Tonnen. Und jetzt schaut mal, wie viel wir hier noch Depots haben. Das hier alleine sind 5, das sind 7. Die 3000 bekommen wir zusammen. Ich denke mal, 3000 Tonnen bekommen wir auf jeden Fall zusammen. Ich freue mich da riesig drauf. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch so viele Ressourcen wie und so viele Baustoffe hier angekarrt haben, dass wir auf jeden Fall die komplette Insel so weit hochziehen können, dass wir auf jeden Fall, dass der Name Zentrallager dem wirklich hier, dass es den Namen der Insel wirklich verdient. Und dann werden wir auf jeden Fall die ganzen Routen umstellen, werden noch ein paar Schiffe basteln und dann werden wir hier nacheinander auf jeden Fall schön das Zentrallager auch mit den benötigten Waren füllen. Aber bis dahin, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ganz, ganz lieben Dank und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Zanto. Bye, bye.